Genau. Wie gehe ich mit Unrecht um? Jesus lässt uns nicht alleine. Er sagt Folgendes nicht. Er sagt nicht, ey, ich erlöse dich, aber wie du jetzt lebst, das musst du jetzt nur irgendwie schon selber sehen, wie du zurechtkommst mit deinem Leben. Sondern er sagt etwas ganz anderes. Er sagt in Jesaja, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Er lehrt uns und er begleitet uns. Er sagt uns ganz klar, wo wir langgehen sollen in unserem Leben. Auch in dieser Frage. Reinhard hat vor kurzem darüber gepredigt, über den Umgang mit Verletzungen und auch über die Befreiung von Verletzungen. Kai hat zuletzt darüber gepredigt, dass wir über dieses subjektive Gefühl, häufig subjektive Gefühl, dass wir zu kurz kommen und dass wir also bei Gott nicht zu kurz kommen. Und ich predige heute über diese Frage, was ist nun, wenn dieses subjektive Gefühl, ich komme zu kurz, eine objektive Tatsache ist, ich komme wirklich zu kurz, ganz einfach deswegen, weil mir Unrecht geschieht in meinem Leben, weil mir irgendjemand auf die Füße tritt und noch mehr tut. Okay, mit dieser Frage also beschäftigen wir uns heute. 1. Korinther, Kapitel 6. Achso. Ja. 1. Korinther, Kapitel 6, Verse 1 bis 11. Da schreibt Paulus Folgendes. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich, vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch, also, gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Der Herr segne sein Wort an uns. Okay, ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen könnten, einen Umzug nach Korinth. Also aus dem beschaulichen Ahrensburg, Bargteheide, Sandesneben, wo immer wir herkommen, in eine so wilde Stadt wie Korinth. Außer wir haben eine riesen Vorliebe für Bordelle und wir lieben Kneipen. Okay, dann zieht es uns vielleicht nach Korinth. Aber sonst ist das ein bisschen eine Stadt zwar voller Leben, aber auch voller Sünde. Okay, ich weiß auch nicht, ob wir Mitglieder einer solchen Gemeinde werden möchten wie Korinth. Einer Gemeinde, in der viele sehr ehemals zwielichtige Gestalten sich aufhalten. Es ist eine Gemeinde, in der der Heilige Geist unwahrscheinlich wirkt. Also Geistestaufe, Geistesgaben, das geschieht dort, da muss man die Gemeinde nicht lernen. Das haben die alles gut drauf. Es gibt ein unwahrscheinliches Streben nach ganz hoher Weisheit.
also nach Gottes Weisheit, aber auch nach Gottes Erkenntnis. Also die lesen auch ganz viel in der Bibel und reden auch ganz viel drüber. Und dieser Satz, der Heilige Geist sprach zu mir, den werden wir in dieser Gemeinde bestimmt sehr häufig gehört haben. Man hörte sehr gerne Prediger, gute Prediger, die gut reden konnten. Und man hörte auch gut geistliche Lehrer, die mochte man alle sehr. Ein Paulus, der in seinem Auftreten her nicht so viel hergegeben hat, der war dann schon eher ein bisschen out. Aber wie auch immer, es gab auch Anhänger des Paulus in dieser Gemeinde. Es gab überhaupt ganz viele Parteien, theologische Parteien. Die einen hingen an Petrus, die anderen hingen an Apollos und die nächsten haben gesagt, nee, der Mensch ist gar nichts, der wahre Prediger ist Jesus. Und dann haben die an Jesus gehangen. Und so sind die aufeinander dann losgegangen, der eine auf den anderen. Meiner ist der bessere Pastor. Okay, also, es ist eine Gemeinde, die sich in geistlicher Hinsicht richtig schön satt gefühlt hat und sehr, sehr reich sich gefühlt hatte in geistlicher Hinsicht. Wir sind so heilig, wir brauchen keine Belehrung mehr. Das Thema Leiden war in dieser Gemeinde abgehakt. Ein Paulus ist da überhaupt nicht verstanden worden mit seiner Leidensbotschaft und dass er auch so viel gelitten hat und darüber so viel geredet hat, das fanden sie dann nicht so toll. Was sie auch geduldet haben, ist die Ehe eines der Ihrigen mit seiner eigenen Stiefmutter. Man war überhaupt gegenüber Sünde sehr liberal. Das hat man alles geduldet, wenn dort Menschen ganz offen in Sünde gelebt haben, also eigene Mitglieder ihrer eigenen Gemeinde. Tja, ich weiß nicht, ob wir uns wie gleich vorstellen können, in diese Gemeinde zu gehen. Es ist eine Gemeinde, in der es viel, viel Streit gab. Also der Geist wirkte, aber es gab auch viel Streit. Und bei Streitigkeiten, auch innerhalb der Gemeinde, ist man vor Gericht gegangen. Da haben sie sich gesagt, ich erkämpfe mein Recht, ich kämpfe das durch, ich gehe hin. Dafür sind doch die Gerichte auch da. Da gehe ich hin, ich bestehe auf mein Recht und ich setze mein Recht durch. Siehst du, und nun sagt Paulus, das ist nicht richtig, Leute, wie ihr mit Unrecht umgeht, das an euch geschieht. Und er argumentiert jetzt nicht mit einem christlichen Gesetz. Und er argumentiert auch nicht mit der christlichen Moral. Und er zitiert jetzt ja auch nicht das Gemeindestatut der Korinther, sondern er erzählt ihnen, wer sie sind und was sie sind. Und er sagt Folgendes: Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Am Ende wird das Weltgericht geschildert in Offenbarung Kapitel 20, in den Versen 11 bis 15 lesen wir jetzt nicht. Da wird vom großen Weltgericht berichtet. Und da steht also der große weiße Thron. Auf diesem Thron sitzt Jesus und davor stehen alle Menschen, die jemals gelebt haben und dann werden die Bücher aufgetan und dann wird man aufgrund dessen, was man getan hat, in seinem Leben gerichtet. Das sind alle die Leute, die nicht zu Jesus gehören und die Jesus in ihrem eigenen Leben nicht angenommen haben. Und jetzt ist die große Frage, wo ist denn nun die Gemeinde? Nun, die Gemeinde ist auf Seiten des Richters, nicht des Angeklagten. Wir stehen auf Jesu Seite. Wir stehen dort am Thron, nicht davor. Und das alles, was da passiert, geschieht also nach der Wiederkunft von Jesus. Jesus kommt zurück auf diese Welt, das hat er immer wieder gesagt. Und auch nach der Entrückung der Gemeinde, nachdem wir bei Jesus sind. Das Ding ist, wir sind heute schon mit Jesus zutiefst verbunden. Nicht erst im Himmel. Er ist heute schon hier unter uns und lebt
und redet auch zu uns und spricht zu uns. Wir sind auch hier auf Erden schon mit ihm ganz tief verbunden im Glauben. Aber dann später werden wir ihn tatsächlich richtig sehen, nach unserer Entrückung. So, das heißt also, wir nehmen an einem Teil, was Jesus tut nach der Entrückung der Gemeinde und nach der Wiederkunft unseres Herrn, dann nehmen wir auch wir daran teil. Also dieses Bild, das so manche Leute haben, dass wir irgendwie nach unserem Tod etwas gelangweilt auf einer Wolke, am besten auf einer rosa Wolke sitzen und Harfe spielen und das vielleicht auch noch in aller Ewigkeit, dieses Bild hat die Bibel nicht, tatsächlich. Sondern wir sind aktiv. Wir nehmen teil am Sturz des Antichristen. Wir nehmen teil an der Friedensherrschaft Jesu. Wir nehmen aber auch teil an seinem Königreich und an seiner Königsherrschaft. Das heißt, wir übernehmen Verantwortung für das Reich Gottes. Und damit nehmen wir auch teil am Weltgericht als Richter, nicht als Angeklagte. Leute, die Hoffnung, die wir als Gemeinde, die Gemeinde Christi hat, ist riesengroß. Und die Erwartung, was uns erwartet, ist gewaltig und wirklich wert, dass man Gott lobt dafür. Okay? Es ist eine sehr realistische, sehr lebendige Erwartung, die uns hier auch geschildert wird. Und nun sagt Paulus, deswegen wandelt würdig vor Gott. Das heißt, seid euch bewusst, Leute, welch eine Hoffnung wir haben, welch eine Berufung wir als Kinder Gottes haben. Eine Berufung in das ewige Reich Gottes als Teilhaber an seiner Herrschaft. Wir nehmen teil an der Herrschaft unseres Gottes. Siehst du, und von der Seite hier argumentiert jetzt Paulus und sagt, Mensch, dann müsst ihr doch eigentlich in der Lage sein, wenn ihr so eine Zukunft habt, dass ihr mit dem an euch geschehenen Unrecht umgehen könnt und mit den Streitigkeiten, die ihr auch untereinander habt oder auch mit Nachbarn, Kollegen, wen auch immer, dass ihr damit fertig werden könnt. In Vers 3 heißt es, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden. Selbst Engel werden wir richten über Engel. Das heißt, wer ist damit gemeint? Einmal war mit Sicherheit die abgefallenen Engel, die ganze Dämonenwelt, die ist damit gemeint. Und zum anderen, manche sagen, erweitern das auch und sagen über die gesamte Engelwelt, also dann alle himmlischen Boten. Okay, das sei dahingestellt, inwieweit da überhaupt ein Gericht stattfinden muss, was es da ist. Das ist auch jetzt nicht die Frage. Aber die Begründung, die hier Paulus gibt, ist, Mensch, deswegen, weil ihr so eine große Berufung habt, seid euch doch dessen bewusst, welch eine Zukunft ihr habt. Und dann könnt ihr doch mit dem ganzen alltäglichen Kleinkram, der hier auf dieser Welt geschieht, umgehen. Mit den kleinen und größeren Streitigkeiten, die es so gibt. Wisst ihr, diese Streitigkeiten sind es doch, die einem so häufig das Leben so richtig schwer machen, oder? Das ist doch der ganze Kleinkram, der einem manchmal das Leben so verleidet. Da ist der Baum des Nachbarn, der viel zu hoch ist, dessen Schatten meine schöne Terrasse bedeckt und ich kann mich nicht sonnen. Das ist wirklich ärgerlich und es gibt viele, viele Bäume und viel, viel Schatten, der manchmal so auf unsere Gemüter fällt, wo wir denken, Mann, kann sich das nicht ändern. Da ist der böse Hund vom Nachbarn, der meine Auffahrt immer voll scheißt. Da ist die fette, dicke Katze auch vom Nachbarn, nicht die eigene. Die frisst immer die Vögel, die lieben guten. Das sind die bösen Kollegen, die das nicht so tun und ihrem Arbeitsablauf nicht meinem Arbeitsablauf anpassen und nicht genauso sind, wie ich bin. Und man hat so viel Ärger im Betrieb. Ja, das ist wirklich alles sehr, sehr ärgerlich.
Das Riesenthema Energie. Oh, Hilfe. Energie. Ja, die Heizung. Die wird angedreht, dann wird sie wieder abgedreht. Nein, es ist zu warm, es ist zu kalt. Das Licht wird an und dann wird es auch wieder ausgeschaltet. Wir müssen sparen, ich kann nichts sehen. Das Fenster wird aufgerissen, dann wird es wieder zugemacht. Es zieht. Nein, wir brauchen Luft, wir müssen lüften, gerade in dieser Zeit. Absolut wichtig, es ist vom Gesetzgeber sogar vorgeschrieben. Ach nein, mach es doch wieder zu. So, und so geht das immer weiter. Und dieser ganze tägliche Streitigkeiten, Mensch, der ist es doch, der unsere Gemüter immer so bewegt. Streitigkeiten in der Familie gibt es dann auch noch. Auch hier gibt es Sachen. So, und nun? Und wie gesagt, dieser Kleinkrieg, das ist es, ne, was einem so schwer macht, dass das Leben so schwer macht. Und jetzt gibt Paulus einen guten Rat. Er sagt, sag mal, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber berauben? Statt dass ihr Unrecht tut und andere beraubt oder anderen wehtut, sie andere verletzt. Es gibt die Geschichte vom kleinen Muck, dieses Märchen von Wilhelm Hauff. Und in diesem Märchen ist es ja so, der kleine Muck sucht das große Glück. Und er sucht den Kaufmann des Glücks und er sucht so sein Glück. Bisher hat er ja nicht so viel davon gehabt. Und dann findet er da diese herrlichen Galoschen, diese Wunder, mit denen er so wunderschön schnell laufen kann. Und mit diesen Galoschen, und weil er so schnell laufen kann, erlangt er die Gunst des Sultans. Und er ist riesig froh darüber und denkt, jetzt hat er sein großes Glück gemacht. Jetzt ist es wow, ne? Das ist jetzt das Ding in seinem Leben. Wow, jetzt bin ich wer. Schöne Kleider und ein Goldstück hat er auch noch bekommen. So. Und dann hört er folgenden Satz. Das einen Glück ist des anderen Unglück. Weil er nun dieses Oberleibläufer des Sultans geworden ist, verliert ein anderer seine Stellung und muss in die Armut und muss weg. Wisst ihr, und genauso wie das mit Glück und Unglück ist, das ein Glück ist das anderen Unglück, genauso ist es mit dem Recht. Sehr, sehr häufig. Das einen Recht ist sehr, sehr häufig das anderen Unrecht. Es geht uns hier in Deutschland unwahrscheinlich gut und wir leben hier in Saus und Braus und können hier die Supermärkte alle leer kaufen, weil es vielen, vielen Menschen gibt, denen es viel dreckiger geht. Und ein Herr Ackermann, weiß nicht, ob euch der Name noch geläufig ist, der war mal Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. Und man hat diesen Mann gefragt, der hat einen Millionenverdienst gehabt im Jahr, ein Jahresverdienst. Dann hat man ihn gefragt, sag mal, ist das richtig, dass er so viel verdient, im Gegensatz zu anderen Leuten in seiner Bank? Ganz geschweige zu schweigen von den Leuten, die ja nur sauber gemacht haben. Ist das ein Bruchteil, was die verdient haben gegenüber dem, was er verdiente? Und da antwortete er, ja, das ist alles richtig. Er hat voll drauf bestanden. Er hat gesagt, ja, ich habe mich ja auch angestrengt. Ich habe ja auch dafür studiert. Siehst du, die anderen haben sich nicht so angestrengt anscheinend. Und ja, so hat er also argumentiert. Lasst euch berauben. Das ist gar nicht so einfach. Lasst euch berauben, was da Paulus rät. Das macht mit einem was. Ich weiß nicht, ob ihr jemals beraubt wurdet, aber das macht mit einem was. Das tut richtig weh. Ich weiß von einem Einbruch in einer Pastorenwohnung und die kam zweimal. Beim zweiten Mal haben sie das noch mitgenommen, was sie beim ersten Mal vergessen haben. Und dann kam mitten in der Nacht und die Leute dort waren da, die waren anwesend. Zum Glück sind sie nicht wach geworden. Wer weiß, was dann passiert wäre. Häufig sind solche Leute auch bewaffnet. Und die haben die Bibeln haben sie nicht mitgenommen. Nein, die haben sie liegen lassen und den ganzen Kram und so. Aber alles, was wertvoll war, Bilder, Uhren, was sie da so gefunden haben, alles ausgeräumt, alles weg. Und Leute, das vergisst man nicht einfach. Das behält man in seinem Leben. Selbst wenn du alt bist,
der tut es irgendwie immer noch ein bisschen weh und der tut das immer noch leid, was da passiert ist. Auch wenn es heißt, Mensch, lasst euch doch berauben. Und man spricht dann auch Vergebung aus und so. Aber ganz ehrlich, es tut unsäglich weh. Es tut weh, sich berauben zu lassen. Das macht mit einem etwas, das macht man nicht einfach so mit links. Ganz viele Christen erleben Verfolgung und sie erleben also wirklich, dass echt Unrecht an ihnen geschieht. Und es gab einmal ein großes Problem mit Jugendlichen in einem Land, das in dem also sehr viel Verfolgung herrscht, das im Weltverfolgungsindex ziemlich weit oben steht, und einem Land, in dem also viele Attentate auch geschehen und Menschen umgebracht werden, weil sie Christen sind. Und diese Jugendlichen sind jetzt außer Rand und Band geraten, waren Christen, waren gläubig, aber sie haben sich gesagt, wir machen das nicht mehr mit. Wir lassen uns nicht andauern, wir wollen nicht dauernd die Verlierer sein. Wir wollen nicht dauernd, dass Unrecht an uns geschieht. Und dann sind die durch die Straßen gezogen und dann haben die dort randaliert und Autos in Brand gesetzt und haben richtig Stunk gemacht und richtig Theater. Und die waren von der Gemeindeleitung ihrer Kirche kaum zu bändigen, kaum in den Griff zu kriegen, weil sie sich gesagt haben, ihr macht nichts, ihr sitzt bloß da, ihr wehrt euch nicht, wir wehren uns jetzt, wir sind nicht mehr bereit, das andauernd zu akzeptieren. Es macht mit einem was, wenn man verfolgt wird. Es macht mit einem was, wenn einem Unrecht geschieht. Also dieser Satz, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun, damit, das muss man sich erstmal reinziehen, damit muss man erstmal umgehen lernen. Das, was Paulus sagt, er sagt nicht, wehrt euch niemals, lasst euch alles gefallen, das sagt er nicht, sondern er sagt, pocht nicht andauernd auf euer Recht. Das ist das, was er eigentlich meint hier mit diesem Text. Der König David schreibt in seinem Psalm, er wendet sich hier an Gott und er sagt, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Er erwartet sein Recht von seinem Gott. Er erwartet sie nicht von Menschen, sondern er wendet sich an Gott und sagt, sprich du, Gott, dein Urteil. Und er ist sich gewiss, dass Gott eingreifen wird. Im Psalm 37 da schreibt er weiter, Gott wird dein Recht heraufführen wie den Mittag. Das bedeutet, genauso sicher wie die Naturgesetze sind, genauso sicher wie die Sonne aufgeht und wieder untergeht und die Erde sich dreht und so weiter, denn die Sonne geht ja gar nicht auf, aber wie auch immer, genauso wie also die Naturgesetze funktionieren, genauso kümmert sich Gott um uns und weiß auch um unsere Rechte und kämpft auch für uns. Nur dieses Pochen auf das Recht, das ist das, was Paulus hier kritisiert. Manche sagen Folgendes, ich diene dem lebendigen Gott, erstens, wenn du mich gesund machst oder ich gesund bleibe, wenn ich gut versorgt bin, wenn ich eine Arbeit habe, dann diene ich dir. Wenn ich eine entsprechend große Wohnung habe, dann diene ich dem lebendigen Gott. Und sie gebrauchen Gott so ein bisschen als Händler. Sie denken, ich gebe dir was und dann kriege ich was. Nur Gott ist kein Händler. Er handelt nicht mit uns. Das funktioniert so nicht. Wir sind doch wohl kaum in der Position, Gott Bedingungen stellen zu dürfen, wann wir ihm zu dienen können und wann nicht. Wisst ihr, die Händler, die hat Jesus ausgetrieben aus dem Tempel, hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Also bitten, das dürfen wir. Nur bestehen auf unsere Rechte, das ist nicht so gut.
Ein Mann hat einmal zu Jesus gesagt, sage doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er denkt, Mensch, Jesus, der hat Autorität, dann soll er doch mal zu meinem Verwandten sagen, jetzt gib ihm doch mal das Erbe, Mensch, gib doch mal von dem Geld was ab, am besten den größeren Teil. Und die Antwort von Jesus ist, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Vertrauen wir doch viel lieber unserem Gott, dass er uns auch versorgt mit allem, was nötig ist und dass er uns sogar mehr gibt und darüber hinaus. Wir selber müssen das nicht unbedingt erkämpfen. Er kümmert sich um unser Leben in allen Belangen. Ich weiß von einer Afrikanerin, von einer Frau aus Afrika, die Geschichte hat mich damals tief berührt und sie ist Christin, sie war gläubig und war arbeitslos und dann hat sie gebetet und dann bekam sie Arbeit. Und sie war so dankbar dafür und dann hat sie geschrieben, Mensch, jetzt kann ich mir einmal im Monat, ich bin so dankbar, ich kann mir einmal im Monat einen Apfel leisten. Und darüber war sie so glücklich und dankte ihrem Gott. Und da blieb mir seitdem, bleibt mir alles Murren und alles Jammern im Halse stecken. Ich lebe seit, glaube ich, 17 Jahren in Arbeitslosigkeit, aber ich bin nicht beschäftigungslos. Arbeitslos ja, aber nicht beschäftigungslos. Wisst ihr, ich kann mir kiloweise Äpfel leisten. Kiloweise. Und noch darüber hinaus. Und was soll ich denn dann sagen? Und darum lassen wir alles murren und lassen wir alles klagen. Es führt häufig nur selber zu Unrecht, dass wir selbst uns in Unrecht setzen oder Unrecht begehen und auch vielleicht unsere eigene Lage ungerecht beurteilen oder gar ungerecht handeln. Wisst ihr, was wir stattdessen tun sollten, was viel, viel besser ist? Liebe und Dankbarkeit. Das ist viel besser. Und das schützt, wenn man liebt und dankbar ist gegenüber dem, was man hat, dann schützt vor aller Verbitterung. Glaub mir, das schützt vor aller Verbitterung. Und hier erinnert also Paulus an unseren Stand. Und das ist der letzte Punkt, damit will ich dann schließen. Wir sind, genau, das sind manche von euch gewesen. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Das schreibt Paulus. Wir sind, Mensch, wer sind wir? Wir sind Königskinder, Prinzen und Prinzessinnen. Wir sind Freunde von Jesus, wir sind Brüder, wir gehören zu seiner Familie. Abgewaschen, geheiligt, gerecht gemacht. Paulus zitiert hier in unserem Text ja einige Sünden ganz konkret. Und die schließen nun vom Himmel aus. Und nun könnten wir ja sagen, also von dem, was wir da alles gelesen haben, das haben wir alles nicht gemacht. Wir sind ja gute Menschen. Siehst du, und genau deswegen heißt es in Römer 3, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Jeder Mensch, alle Menschen müssen von der Macht der Sünde befreit werden. Niemand, egal ob wir nun die Sünden haben, die da stehen oder sogenannte gute Menschen sind und kaum etwas machen und ja uns immer brav und nett sind, wir brauchen eine Befreiung von der Sünde. Und solange wir auf dieser Erde leben, stehen wir weiter in der Gefahr. Auch von der Macht der Sünde sind wir befreit. Aber wir stehen weiter in der Gefahr, zu sündigen. Und wie schnell gerät man in Zorn? Wie schnell geht das, dass man sich aufregt? Wie schnell ist es, dass, wenn mich einer getreten hat, dass ich zurücktrete oder zurückschlage? Wie schnell ist die Faust draußen? Wie schnell sind die Augen immer ganz klein und der Mund immer riesengroß und man fängt an zu brüllen und zu schreien? Wie schnell ist das passiert? Wie schnell ist man bei einem Wutanfall? Oder auch andere Geschichten. Wir können doch nicht sagen, nein, wir brauchen keine Vergebung mehr. Gott muss uns nicht mehr vergeben. Wir sind nur noch gute Menschen. Das stimmt doch einfach gar nicht. Und deswegen, wir haben die Vergebung unseres Gottes. Damit können wir rechnen. Ja, die haben wir. Die haben wir absolut sicher. Aber wir sind
abgewaschen, grundsätzlich, wir sind geheiligt, wir sind gerecht gemacht. Mensch, wir haben Zugang zu dem Reich unseres Gottes. Wir stehen einmal vor seinem, wenn wir im Himmel ankommen, dann sind wir nicht befleckt und irgendwie verdorben, sondern gereinigt, reingesprochen und reingewaschen durch das Blut unseres Herrn. Siehst du, und deswegen sind wir in der Lage, auf unsere Rechte doch irgendwie mal auch zu verzichten. Darum sind wir in der Lage, zu verlieren zu können. Wir müssen nicht immer die Gewinner sein. Die Weisheit, wann ist denn nun ein Nachgeben gut und wann ist ein Widerstand mal auch erforderlich, die werden wir erhalten, wenn wir denn, denn Jesus ist und diese Weisheit ist uns als Weisheit gegeben. Das steht im 1. Korintherbrief, ebenfalls Kapitel 1, Vers 30. Dass Jesus ist uns zur Weisheit geworden. Und wenn du also einen Rat brauchst von Jesus, dann bitte ihn doch und dann wird er dir schon sagen, was du zu tun hast. Ich stand mal vor der Frage, ob ich Rechtsschutzversicherung, ob ich die jetzt abschließe oder nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich schließe die nicht ab. Mein Recht ist bei meinem Gott. Er wird mir Recht schaffen. Und wenn mir Unrecht geschieht, dann geschieht mir halt Unrecht. Mein Gott wird mir schon zurückgeben, was ich verloren habe. Also in der Verbindung mit Jesus treffen wir unsere richtigen Entscheidungen. Und mit dem Wissen können wir jetzt ganz getrost auch ins Abendmahl gehen oder zum Abendmahl übergehen. Uns erinnern, was Jesus für uns getan hat. Amen. Okay. Ich bete einfach nochmal. Herr Jesus, ich danke dir wirklich für das, was du für uns getan hast. Ich danke dir, dass wir einen Riesenstand haben vor dir, dass wir wirklich Königskinder sind, deine Geschwister sind, Herr, dass du uns Freunde nennst, dass du uns Bruder oder Schwester nennst. Ich danke dir dafür, dass wir zu deiner Familie gehören. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich um alles in unserem Leben kümmerst, Herr, dass du uns wirklich mit nichts, aber auch wirklich mit gar nichts allein lässt in unserem Leben. Und ich danke dir dafür, dass du, wenn wir verletzt werden, wenn uns Unrecht geschieht, wenn wir mal zu kurz kommen, Herr Jesus, du kümmerst dich um uns, Herr. Du tröstest uns und du gibst uns auch zurück. Danke, Jesus. Danke, dass wir nicht auf unserem Recht bestehen müssen. Amen.